Cellside stellt Medikamente her, die Stammzellen zum Herzen und auch in andere Organe bringen können, wo sie dann zur Gewebsregeneration beitragen können, also zur Neubildung erkrankten Gewebes. Was können Stammzellen leisten? Stammzellen können wirklich neues Gewebe formen. Sie haben auch noch andere Wirkungen, aber das, was sie wirklich auszeichnet, ist, dass sie sich differenzieren können in funktionelle Gewebszellen, wie zum Beispiel Herzmuskelzellen, wie Nervenzellen und so weiter. Sind Stammzellen gleich Stammzellen oder gibt es da Unterschiede? Es gibt Unterschiede. Zunächst mal gibt es zwei ganz verschiedene Typen. Das sind die embryonalen Stammzellen, die auch sehr im Blickpunkt öffentlicher Debatten stehen. Und dann gibt es die adulten Stammzellen, die sich in jedem erwachsenen Körper, in jedem von uns finden. Wie holen Sie adulte Stammzellen von einem Erwachsenen? Zum Beispiel durch Aspiration aus dem Knochenmark, also durch Absaugen mit einer Kanüle aus dem Knochenmark. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Sie finden sich zum Beispiel in Fettgewebe. Also können Sie mir das Bauchfett absaugen und dann daraus Stammzellen gewinnen? Wäre denkbar, dass man so eine Lösung findet. Im Amerikanischen ist ja das Thema Liposuction sehr in aller Munde, also das Fettabsaugen zur Verschlankung. Und in diesem Fettgewebe finden sich tatsächlich Stammzellen. Für unsere ersten klinischen Studien, an denen wir teilhaben wollen, die wir machen wollen, da werden die Stammzellen allerdings aus dem Knochenmark gewonnen. Welche Organe will man mit Stammzellen heilen? Wir wollen uns zunächst mal auf das Herz konzentrieren, auf Herzerkrankungen, konkret gesagt auf Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben und die jetzt auf dem Weg sind, die diesen Herzinfarkt überlebt haben und jetzt auf dem Weg dahin sind, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Man kann aber genauso gut andere Organe damit heilen und wir wollen in Zukunft uns der Leber widmen, der Lunge, der Niere, eventuell dem Nervensystem. Aber nochmal, am Anfang steht die Konzentration auf das Herz. Wie funktioniert das Medikament? Adulte Stammzellen finden sich zum Beispiel im Knochenmark, wie das hier in den ersten Bildern gezeigt wird. Diese Stammzellen können nun in Gewebe wandern und sich dort an diese Gewebe binden. Das machen sie über Oberflächenmoleküle, das sind Glykoproteine, die bestehen aus Eiweiß und Kohlenhydraten, also Zuckern. Und diese Glykoproteine können an Gewebsrezeptoren binden. Im gegenwärtigen Stand der Technik werden Stammzellen durch einen Katheter verabreicht, wie das unten links im Bild zu sehen ist. Dieser Katheter wird bis zum Herzen vorgeschoben und die Zellen somit direkt ins Herz gespritzt. Nun aber wandern die Zellen sehr schnell in Leber und Milz ab, weil Leber und Milz sehr starke Rezeptoren besitzen, die Stammzellen binden können. Nun, hier rechts auf dem Bild ist gezeigt, dass unser Medikament in die Vene gespritzt wird. Dieses Medikament ist ein natürlich vorkommendes Glykoprotein, das nun in der Leber und der Milz diese Bindestellen für Stammzellen absättigen kann. Und wenn wir nun, das ist jetzt hier zu sehen, die Stammzellen injizieren, und auch das geht durch eine einfache Verabreichung in die Vene, wir brauchen keinen Herzkatheter, gelangen die Stammzellen ins Herz und bleiben nun dort, weil der Weg zu Leber und Milz versperrt ist. Das heißt, wir erreichen, dass bis zu 80% der Zellen im Herz bleiben. Dort können sich die Zellen differenzieren und zu einer Neubildung von Gewebe beitragen. Haben Sie das Medikament schon an Menschen getestet? Wir werden die ersten klinischen Studien, wenn nicht Ende diesen Jahres, dann im ersten Quartal 2008 beginnen. Im Moment haben wir umfangreiche vorklinische Studien durchgeführt. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, ich war in den letzten Jahren bei Amgen beschäftigt. Amgen ist der weltgrößte Biotech-Konzern. Ich habe doch kardiovaskuläre Forschung betrieben. Ich bin zur kardiovaskulären Forschung vor 10 Jahren etwa gekommen. Ich war vorher in Deutschland, ich habe in Mainz studiert, habe meinen Doktortitel am Deutschen Krebsforschungszentrum erhalten und bin dann im Jahre 1997 in die Vereinigten Staaten gegangen und habe dort an der University of Washington kardiovaskuläre Forschung betrieben. Ich bin seit 5 bis 6 Jahren in der Industrie tätig und bin zur Cellside gestoßen, weil es sich als ein sehr, sehr lohnendes Konzept für mich dargestellt hat. Wir können hier wirklich, denke ich, die Art und Weise verändern, mit der Stammzelltherapie heutzutage gemacht wird. Und das ist eine sehr aufregende Sache.